Nordic Games, The Adventure Company und King Art Games präsentieren The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Und wir starten natürlich ein neues Spiel. Auf schwierig. Kapitel 1. Freiheit. Solange ich denken kann, bekriegen sich die Völker Aventasiens. Eine einzige, gewaltige Schlacht zwischen Menschen und Orks, Zwergen und Schatten, Elfen und Hexern. Und ich mittendrin. Ich hatte einfach genug davon. Genug davon, für die eine oder die andere Seite die Knochen hinzuhalten. Genug davon, entweder Befehle auszuführen oder um mein Leben fürchten zu müssen. Ich habe eine Gelegenheit beim Schopf ergriffen und von nun an habe ich mein Leben selbst in der Hand. Was könnte schon schiefgehen? The Adventure Company presents A Game by King Art Games. The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Creative Director Jan Tyson und Mark König, Executive Producer. Ah, das muss ich glaube nicht vorlesen, oder? Auf alle Fälle funktionieren die Bing-Sequenzen oder die Bing-Videos. Ab den Viehchroniken richtig, ja. Ich hatte eben ersten Teil das Problem, dass die Audio knacken hatte. Aber das war schließlich ja unter Windows 7, nicht wahr? Und jetzt spielen wir unter Windows 10. Es war so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Ich hatte die engen Gassen der Städte hinter mir gelassen und flog mit meinem brandneuen Luftschiff der Freiheit entgegen. Und sobald ich gelernt hätte zu navigieren, würde es mich bringen, wohin ich nur wollte. Ach, ein fantastisches Gefühl, das mir niemand nehmen konnte. Nichts und niemand. Ach, verdammt. Nathaniel Bonnet! Ich wusste, dass ich dich finden würde. Für dich, Kapitän Bonnet, meine Liebe. Der Rote will sein Schiff zurück. Dann solltest du nicht mit Kanonen darauf schießen. Ich verrate nichts, wenn du mich fliegen lässt, okay? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Es geht um 3 Sack Gold. Mit meiner köpfejagenden Orkfreundin da drüben ist nicht zu spaßen. Wenn sie das Schiff entert, könnte es aus sein mit dem Leben in Freiheit. Oder mit jedem Leben. Irgendwie muss ich ihr entkommen. Lande auf dem Eis oder trage die Konsequenzen. Leertaste drücken, um Hilfe anzuzeigen. Die Hotspot-Hilfe ist im schweren Spielmodus standardmäßig deaktiviert. Du kannst sie in Einstellungen einschalten. Toller Hinweis. Naja, brauche ich nicht. Betrachte Fass. Im großen Fass steht noch ein kleineres. Ein Pulverfässchen. Dann wollen wir der Grünhaut mal Feuer unter dem Hintern machen. Mist, leer. Wie immer halt, betrachte die Kanone. Betrachte die Kanone. Ich würde Masas liebend gerne die eine oder andere Kugel rüberschicken, bevor sie Gelegenheit bekommt, die Mary zu entern. Nur sind leider weder Schwarzpulver noch Munition in der Kanone. Schade, betrachte die Kiste. Wichtiger als die Schätze des roten Piraten waren mir sein Schiff und die Aussicht, endlich mein eigener Herr zu sein. Aber warum sollte man sein neues Leben nicht mit ein paar Kisten Gold beginnen, habe ich mir gedacht. Was zum Konfetti, Tröten, Partyhüte? Ich hasse Karneval.
Ich nehme etwas Konfetti, eine Tröte und so ein Karnevalsding mit. Damit habe ich genug Spaß für heute. So, dann haben wir hier noch eine Weinflasche. Die Flasche ist leer. Aber der rote Pirat weiß, was gut ist. Der Wein hat einen Korken. Korken und Korkenzieher stecken noch im Hals der Flasche. Gut, dann nehmen wir den Korkenzieher. Ich stecke nur den Korkenzieher ein. Leere Flaschen interessieren mich nicht. Betrachte den Schlauch. Ein Gummischlauch. Knapp 2 Meter lang und etwa ein Wichteldaumen dick. Früher oder später werde ich mich mit der Technik befassen müssen. Momentan bin ich einfach nur froh, dass alles läuft. Ich wollte den Schlauch nehmen. Mein Tipp ist, dass der Schlauch für den Wasserwechsel benutzt wird. Hörst du, Maschine? Kein Grund, kaputt zu gehen oder zu explodieren. Und sonst halt was Interessantes? Dieses Baby schafft den Kessel Run in unter 2 Tagen und fliegt 1,5-fache Windgeschwindigkeit. Was immer das bedeutet. Ja. Ich könnte das Teil nicht mal aufmotzen, wenn mein Leben davon abhänge, was es ganz zufällig tut. Nur ganz zufällig, jetzt können wir es nicht mehr anziehen. Betrachte den Käfig. Der rote Pirat, der Vorbesitzer der Mary, ist ein begeisterter Jäger und am liebsten jagt er Menschen. Aber seit er durch keine Tür mehr passt, schickt er lieber seine Kopfgeldjäger los, so wie Masas da drüben. Ja, wartet kurz, ich hab noch etwas vergessen. Und da sind wir auch schon wieder. Ich hatte vergessen, Base 7 wieder auf Offline zu stellen. Betrachte die Sandsäcke. Wenn ich Ballast abwerfe, könnte ich höher fliegen und vielleicht auch etwas schneller, aber egal was ich tue, ich werde Sasis Abfangjäger nicht entkommen können. Schade, was haben wir noch? Ein Steuerrad. Die Technik ist erstaunlich simpel. Man dreht das Rad nach links und das Schiff fliegt nach links. Man dreht es nach rechts und es fliegt nach rechts. Früher oder später bekomme ich auch noch heraus, wie man hoch und runter fliegen kann. Ja. Betrachte das Steuerrad. Das Lenken an sich ist nicht das Problem. Die Frage ist eher, wie man einen bestimmten Ort finden soll. Um mich herum sehe ich nur weiße Wolken und schneebedeckte Ebenen. Ich schätze, ich bin irgendwo über den Nordlanden. Irgendwo über den Nordlanden. Wir haben keine Hotspot-Anzeige, aber wir können noch in die Kapitänskajüte. Ich war noch gar nicht hier unten. Ich hatte es ein wenig eilig, mit meinem Gewinn die Pirateninsel zu verlassen. Aber alles, was der Dicke hier angehäuft hat, gehört nun mir. Na gut, sie hat nicht auf Dick reagiert. Töpfchen, Tiegel, Cremes, Puder, Pinsel. Alles, was man für eine Altbausanierung braucht. Dann nimm mal was mit. Nehmen wir das. Und das. Und noch ein wenig davon. Mit dem Kram könnte man einen Paladin glücklich machen. Ich habe mich immer gefragt, woher der Dicke seine schweinchenrosa Wangen hatte. Jetzt weiß ich es. Betrachte den Spiegel. Ach, das muss der schönste Tag im Leben dieses Spiegels sein. Ja, aber wir sehen gar nichts. Betrachte Buddelschiff. Mein Schiff. Oh, nicht schlecht für einen armen Jungen aus den Straßen von Huffenhausen. Ich habe früher Äpfel gepflückt und sie poliert, bis sie unwiderstehlich aussahen. Dann habe ich sie verkauft und mir am nächsten Tag von dem Gold neue Äpfel gekauft. Viel mehr dieses Mal. Wieder habe ich sie poliert und verkauft und am dritten Tag konnte ich mir Holz für einen kleinen Marktstand leisten. Mit dem Gold, das ich mit meinem Marktstand verdiente, kaufte ich mir ein Grundstück, um Apfelbäume zu pflanzen. Auf dem Grundstück habe ich dann einen Goldschatz gefunden und bin zum Pokern gegangen. Harte Arbeit ist scheiße. Jo, wahrscheinlich. Betrachte die Unterlagen. Unglaublich, worum man sich als Pirat heutzutage kümmern muss. Krankenkasse, Piratensozialkasse, betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung. Laut dieser Unterlagen ist ein Pirat mit Augenklappe und Holzbein berufsunfähig. Na, so eine Scheiße. Nimm die Unterlagen mit.
Der Papierkram war schon beim ersten Lesen langweilig. Da ist sogar die Büroklammer, die das Ganze zusammenhält, interessanter. Dann nimm die Büroklammer mit. Wir betrachten die Holzfigur. Oh, wie hübsch. Habe ich da einen sarkastischen Unterton gehört? Nein. Wer bist du? Die Frage ist ja wohl eher, warum ein abgerissener Matrose in der Kapitänskajüte herumschnüffelt. Ich bin der Kapitän dieses stolzen Schiffs. Stolz? Das war ich einmal. Sieh mich jetzt an. Ich bin ein Monster. Du bist doch kein Monster. Ich finde nicht, dass du wie ein Monster aussiehst. Ach, doch. Ich bin alt und zu nichts mehr zu gebrauchen. Du willst nur Komplimente von mir hören, oder? Wenn es so wäre, hättest du es jetzt ruiniert. Weil du jetzt weißt, dass ich jetzt weiß, dass du nur ein Kompliment hören willst? Du hast etwas an dir, das mich wünschen lässt, ich könnte meine Arme bewegen. Nicht, um dich zu knuddeln. Was? Nicht, um mich zu knuddeln? Noch einmal, wer bist du? Ich bin die Mary. Mary? Wie das Schiff? Ich bin das Schiff. Oder was davon übrig ist. Einst habe ich die neuen Weltmeere bereist. Ich habe mich durch Wellen gekämpft und Welten erblickt, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Geht das schon wieder mit den Zitaten los? Dann gewann mich dieser rote Pirat bei einem Kartenspiel. Unter 5 Kapitänen habe ich gedient. Trinker, Piraten. Aber niemand war so schlimm wie er. Er hat aus mir ein Luftschiff gemacht. Meine stolzen Segel hat er gekappt und mir diese aufgeblähten Luftsäcke verpasst. Den Dicken bist du los. Ich, Kapitän Nate Bonnet, hab dich gewonnen. Willst du mich auch für Vergnügungsfahrten nutzen, Kleiner? Mich deinen betrunkenen Freunden und Dirnen vorführen? Ich will mit dir die Welt bereisen, auf Entdeckungsfahrt gehen, Abenteuer erleben. Freunde habe ich keine. Das mit den Dirnen, das wird sich zeigen. Wir haben draußen ein kleines Problem. Hör zu, Mary. Wir beide, du und ich, werden bis zum Rand der Welt und wieder zurückfliegen. Aber dazu musst du mir helfen. Muss ich das? Neben uns fliegt ein Luftschiff. An Bord ist eine Kopfgeldjägerin namens Masas. Sie jagt mich und will uns beide zurück zum Roten Piraten bringen. Was erwartest du von mir? Ich bin kein Kriegsschiff. Und entkommen kann ich hier auch nicht. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Jeden Augenblick könnte dir von Masas eine Kanonenkugel durch den Rumpf gefeuert werden. Ist dir das egal? Vielleicht ist es das Beste für mich, hier und jetzt zu sinken. Abzustürzen. Schiffe sinken. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ich lasse mich nicht von jedem retten. Eine Lady will erobert werden. Der war Rechtschreibfehler. Nicht mehr die beste klein geschrieben. Ich habe es gesehen. Erobert, du wirst geentert, meine Dicke. Das ist eiskalt. Sie kommt hier rüber, legt mich in Ketten und bringt dich zurück zum Roten Piraten. Man soll nicht immer alles so negativ sehen. Vielleicht nimmt die Sache auch ein gutes Ende. Das war das gute Ende. Das Schlechte hat mit gebrochenen Knochen und Masten zu tun. Meine Masten wurden mir schon vor Jahren genommen. Und deine Knochen interessieren mich nicht weiter. Weißt du was? Ich werde mit einer durchtrainierten, wild entschlossenen und gut ausgebildeten Ork-Kopfgeldjägerin schon alleine fertig. Das wird bestimmt amüsant. Sind Galionsfiguren nicht immer vorne am Schiff? Ich dachte immer, Galionsfiguren seien vorne am Schiff. Du meinst am Heck. Ja, richtig, am Heck. Es ist der Bug. Hä? Vorne ist der Bug. Das Heck ist Steuerbord. Oh, das wusste ich nicht. Ich sehe, du bist voll qualifiziert, ein Luftschiff zu steuern, Kleiner. Sag nicht immer Kleiner zu mir. Ich bin dein Kapitän. Ich bin dein Kapitän und du solltest mich nicht Kleiner nennen. Du bist jemand, der ein altes Schiff beim Glücksspiel gewonnen hat. Das macht dich nicht zum Kapitän, Kleiner. Ich werde der größte Luftschiffkapitän aller Zeiten. Träume sind gut. Aber eines Tages wachst du auf und hängst an Seilen unter einem Ballon und spürst die Wellen nicht mehr an deinem Bug und die salzige Luft nicht mehr in deinen Segeln.
Das ist mein größter Albtraum. Können wir nicht irgendwie schneller fliegen? Vielleicht würden wir schneller fliegen, wenn wir ein paar überflüssige Pfunde loswerden. Unverschämtheit! Ballast abwerfen, meinte ich. Ich sehe hier nur einen, den man als überflüssigen Ballast bezeichnen könnte. Oh, wieso sind immer alle so gemein zu mir? Du könntest mich wirklich mehr unterstützen. Ich finde, du könntest mich mehr unterstützen. Immerhin rette ich gerade auch deinen Hintern. Ist es das wert? Seitdem er nicht mehr zur Hälfte unter Wasser ist, komme ich mir so dick vor. Sei nicht so hart zu dir. Dank mir wirst du schon bald in neuem Glanz erstrahlen. Alles, was es braucht, ist eine neue Mannschaft unter der Führung eines starken Kapitäns. Leider sehe ich hier nur einen Schwachmat. Ich muss weiter. Als Kapitän habe ich viel zu tun. Du musst es ja wissen. Ja, ich weiß es. Betrachten wir mal den Schrank oder suchen ihn. Ein Western-Outfit, eine Bowlingjacke, ein Oktopus-Kostüm, eine Federboa, was man halt so erwarten würde. Ja, durchsuch mal weiter. Ich könnte mich als Prinzessin verkleiden und mich von einem dicken Klempner retten lassen. Na. Ja, da gibt's einiges zu entdecken. Ich könnte mich als Fledermaus verkleiden, mein Anti-Abfangjägerspray benutzen und... Nein, auch nicht. Ich könnte mich als Computerspieldesigner verkleiden, das erste Kapitel umschreiben und... Nein. Es ist zwar kaum zu fassen, aber keines der Kostüme scheint mir in meiner Situation weiterzuhelfen. Naja, dann betrachte mal den Skelettarm. Ein Knochenarm. Vermutlich für den 31. Oktober. Da gibt's überall Paraden von Untoten und ihren Unterstützern. Wir sind untot, wir wandeln auf Erden, gewöhnt euch dran. Ja, die Untoten kehren zurück, dann nimm den Skelettarm. So, dann haben wir eine Zeit. Als Kind habe ich oft davon geträumt, einfach abzuhauen und mich in den Wäldern zu verstecken. Doch erstens hatte ich damals keine so gute Ausrüstung. Und zweitens ging das Gerücht, die Bäume wären lebendig und würden sich an Campern vergreifen. Wäre ein Fallschirm an Bord eines Luftschiffs nicht sinnvoller als ein Zelt? Ich meine, selbst wenn die Mary noch ein normales Schiff wäre, aber ein Zelt? Ja, wo will man heutzutage zelten? In diesen Fässern wird alles gelagert, was man auf langen Reisen sicher und trocken halten will. Trockenfrüchte, Tabak und Gummibärchen zum Beispiel. Ja, dann betrachte mal. Das Fass wurde mit Teer versiegelt. Das kann ich nicht so einfach öffnen. Ja, dann benutze den Korkenzieher. Ein gräuliches Pulver. Salpeter. Es gibt eine ganz einfache Erklärung, warum hier ein Fass mit Salpeterpulver steht. Man benutzt es zusammen mit Kochsalz, um Fleisch zu pökeln. Es gibt für alles immer eine logische Erklärung. Oder eine magische. Damit pökelt man doch kein Fleisch. Wann damit? Aber wir nehmen mal was mit. So, jetzt hatten wir noch den Ofen. Das Feuer im Ofen ist erloschen. Ich sehe nur noch einige glimmende Holzstücke in der Mitte. Dann nimm mal eins mit. Mal sehen. Viel verkokeltes Holz, weiße Asche. Und hey, da hat sich Holzkohle gebildet. Davon nehme ich was mit. Ob man... Tatsächlich. Wie praktisch. Damit habe ich einen neuen besten Freund und... Hey! Au! Oh, du kleine Ratte! Ja, dann können wir die Holzkohle mitnehmen. Aua, heiß! Na also, dann hätten wir alles oder ist noch was drin? Das Feuer im Ofen ist erloschen. Ich sehe nur noch einige glimmende Holzstücke in der Mitte.
Nein, das war's dann. Wir gehen aufs Deck. Und sag mal für etwas Stimmung. Also, was ist nun, Nate? Gibst du an? Ja, Moment. Ich suche nur meine weiße Fahne. Ups.